Deine Ausenbleibens, Früchte deines
Heiland heim.
Fleisch und schließe dich. Abgrund krache, tot erzitter. Fleisch und schließe dich. Denn mein Helfer nahet sich. Abgrund krache, tot erzitter, helle Fleisch und schließe dich. Denn mein Helfer zeiget sich. Abgrund krache, tot erzitter, helle Fleisch und schließe dich. Denn mein Helfer zeiget sich. Bringt mir das Leben und der Sohn, der mir gegeben. Bindet euch und löset mich. Dieses Kind bringt mir das Leben und der Sohn, der mir gegeben. Bindet euch und löset mich.
Im Glauben stehen.
bestimmten Zeit vom wahren Gottessohn, von dem wir alles haben, vom holdes Menschenkind, das nichts besiegen wird, vom unerschaffener Sohn, der ohne Anfang ist. Komm, neugeborenes Kind, das sich in Zeit und Jahre schließt. Ach, komme doch, mein Hirt, ach, wunderbarer, komm, ach, komme mich zu laben, ach, Kraft, Held, Friede, Fürst, schau, wie nach dir die dürre Seele dürst. Ach, Davids Kind, ach, Davids Herr und Sohn, du kommst, mein Glaube spürt dich schon. Thank you.
Thank you.
Ehepaar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Gottlob, die bange Hoffnung ist gestillt. Meine Seligmache ist zu mir herniedergekommen. Ach, aber ach, er hat der Sünder Bild an sich genommen. Sein Wohnhaus ist ein schlechter Stall. Er liegt in einer eingeschränkten Krippen. Die Ankunft bringt der Sehnsucht neue Qual. Es zittern die erschrockenen Lippen. Schweig, Törichter, Pein und der Menschen Schmach hat ihm die Wohnung und Gestalt gegeben. Dein Ungehorsam nahm dir Gottes Ebenbild. Er will durch Demut deinen Hochmut heben. Du sollst nun wieder Gott, wie er dir ähnlich sein. Darum nimmt er dein Fleisch und hüllet sich darein. Und Stunde sind erfüllt, Christus.
dazu das Kind in der Krippe liegend. Ich eile wie dies Volk zu dir, o Jesu, hin. Ich folge mit vergnügten Schritten, um eins will ich mit hoffnungsvollem Sinn, o liebster Heiland, bitten. Thank you.
Abramsgesetz der Glaube ein Bild und stete Fürschrift sein, der sah ins Künftige hinein und stellte sich den Tag des Heils als gegenwärtig für. Ich will auf gleiche Art in das Vergangene sehen und was zu Bethlehem geschehen, als gegenwärtig fassen. Niemand so